Wir haben den 1. Mai 2015. Demonstrationen weltweit finden statt in Argentinien, würde ich sagen. Berlin, vielleicht dieses Jahr doch eher ruhig. Hoffen wir mal für die Berliner. Wir haben Geld bekommen und müssten das eigentlich, also nee, wir müssen nicht, aber wir sollten dieses einsetzen. Das heißt, das wird ein entscheidender Monat, ob ich das früher oder später wirklich noch schaffe. Ich könnte hier zum Beispiel das Erdwärmekraftwerk bauen. Ich weiß zwar nicht, ob ich es wirklich kann, weil es ist ausgegraut. Hallo, da steht doch, Erdwärmekraftwerke erzeugen 20 Strom, müssen aber über Dampfspalten errichtet werden. Das ist doch eindeutig ein Dampfkraft. Muss ich das zuerst ausheben, damit das funktioniert? Ja, dann warten wir halt nochmal eine Runde. Wir haben ja zum Glück noch 5 Energie. Was wir aber sicher bauen werden, ist ein Satellitenkontrollzentrum. Da das Signal von einem Team von Ingenieuren überwacht wird, kann jedes Satellitenkontrollzentrum die Signale von 2 XCOM-Satelliten empfangen. Verbundbonus plus ein zusätzliches Satellit für je 2 direkt aneinander grenzende. Sehr schön. Also das ist ein Muss, weil, ihr habt es gesehen, Argentinien steht schon an der Schwelle zum Wahnsinn. 150, dann habe ich noch 127. Egal, ich muss, es muss sein. Wie lange braucht denn das? 14 Tage? Baue los! Und ich bin Energie jetzt rot-rot. Entweder habe ich genau noch richtig Energie oder mir geht sie bereits aus. Egal. Jetzt haben wir einen Satelliten ja schon in Auftrag. Das heißt, wir kaufen uns jetzt nochmal einen Satellit. Dann hätten wir 2 in der Luft. Die kostet 72, 127. Das macht dann noch 55, wenn ich das richtig rechne. Herstellen. Ein. Ja, das ist mir klar. Aber macht nichts. Wir haben. Ja, zum Glück. Genau, 55. Bau Rüstung. Schadenrüstung könnten wir machen. Da warten wir jetzt noch. Waffen diverse. Generalschlüsse kann ich immer noch nicht herstellen, weil mir die Ingenieure fehlen. So eine Nanofaserweste. Wobei das verbessert den Körperschutz. Also das trage ich ja vermutlich darunter. Die Schadenrüstung. Die trage ich vermutlich darüber. Was ich hier noch alles machen könnte. Scope habe ich, Pulsbogen habe ich, Medikit habe ich noch 2. Das ist eigentlich nicht schlecht, aber wir haben ja noch die Gießerei. Oh, verbessertes Medikit. Die flexible Physiologie des dünnen Mannes hat uns Verbesserungsideen für das Medikit gebracht. Wir glauben, dass wir die Heilwirkung einer einzelnen Anwendung um 50% steigern könnten. Das wäre nicht schlecht, aber 125, das habe ich gar nicht. Den Laser habe ich auch nicht. Pistolen interessieren mich nicht. Deckungsfeuer, fehlen mir die Ingenieure. Ach, der Monat hat noch nicht mal angefangen und das Geld ist schon alles weg. Das erinnert mich an frühere Zeiten, als mir es ähnlich ging. Der Hauptauftrag ist ja immer noch, den Generalschlüssel zu bauen, was ich erst machen kann, wenn ich die Ingenieure habe. Aber der Monat ist voller neuen Ereignisse. Lösen wir sie aus. Der Navigationscomputer ist nicht fertig. Forschungsbericht, Leuchtturm. Also die Namen sind vermutlich nicht zufällig. Und die Beschreibung ist, wir hatten Gelegenheit, diese Geräte in Grenzen zu untersuchen. Wir haben entdeckt, dass sie eine Art verschlüsselte Alien-Daten enthalten. Aber sie sind auch mit einer internen Energieversorgung ausgestattet, die bei ihrem Erlöschen jeden Zugang zu dem Gerät sperrt. Die einzige Art, wie wir uns herantasten konnten, war, die interne Energieversorgung durch ein grob zusammengelötetes Interface umzulenken, das alle Abschaltsequenzen umgeht. Ja, basteln halt. Was macht man nicht alles, um
neues Wissen zu erfahren. Die Alien-Daten selber erwiesen sich allerdings als ein noch größeres Hindernis, da wir es hier mit einer Programmiersprache zu tun haben, die nicht das Geringste mit dem gemeinsam haben, was wir unter Programmierung verstehen. Keine Nuller und Einser oder wie? Ich dachte, mathematisch sei international, beziehungsweise über unsere Erde hinaus gültig. Naja, keine Nuller und Einser. Vielleicht können Sie es auch nicht lesen. Ist egal, weiterlesen, weiterlesen. Zum Glück ist das Forschungsteam recht fähig und so setzten wir schnell eine Gruppe unserer besten Analytiker auf dieses Problem an. Wir konnten bereits die ersten Muster in den außerirdischen Verschlüsselungsalgorithmen erkennen und kleine Informationsbrocken herausfinden, die wir in unserer Forschung einfließen lassen. Sehr schön. Und neues Gebäude, ein Satellitennexus. Da das Signal von einem Team von Ingenieuren überwacht wird, kann jeder Satellitennexus die Signale von 4 XCOM-Satelliten empfangen. Jetzt habe ich doch gerade eins angefangen zu bauen und schon kommst du mit was anderem. Verbundbonus, ein zusätzliches Satellit für jedes... Ah, das ist nicht schön. Ich muss mir mal abgewöhnen, das ist nicht schön zu verwenden. Tarnsatellit. Nach der Untersuchung der Kommunikationssignatur der erbeuteten UFOs-Navigationscomputer könnten wir unser Satellitennetzwerk so umrüsten, dass es die Kommunikation der Aliens imitiert. Dadurch wären unsere Satelliten für die Aliens erheblich schwerer zu entdecken. So langsam gehen mir die Forschungen aus, aber ich mache jetzt zuerst mal den Skelettanzug. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Das gefällt mir noch. Was würde mich denn dieses Satellitenkontrollzentrum... Ja gut, das könnte ich eh nicht bauen. Das kostet A 150 und B brauche ich 20 Ingenieure. Nee, das habe ich ja. Quatsch. Satellitennexus ist mein Problem. 8 Energie, 25 Ingenieure, 300. Okay, das ist irgendwann viel, viel, viel später der Fall. Hier läuft alles. Die Wissenschaft hat auch was zu tun. Richtig. Dann zurück in die Einsatzbasis. Einsatzleitung. Wir suchen Aufträge. Online. Die Werkstatt ist da, die Werkstatt ist da. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Ja, das sind wir eindeutig. Wir haben ein neues Gebäude bekommen. Wo ist denn das? Ist es das hier? Ja, das sieht ganz danach aus. Hier sind die Roboter am Arbeiten. Während er zuschaut. Na gut, das ist noch neu. Da kannst du noch zuschauen. Ja, Hände verschränken. So tun, als würde man was zu tun haben. Warum denn nicht, wenn niemand beobachtet? Das Problem ist, ich mache es aber gerade. Mal nochmal kurz Einrichtung. Das ist die Werkstatt hier unten. Die Gießerei hier oben. Und ich habe 16 Ingenieure. Das bedeutet, ich könnte jetzt hier oben... einiges freischalten. Generalschlüssel könnte ich jetzt erstellen. Okay. Dieses Gerät ist der Höhepunkt unserer Erforschung des Splitters von dem Außenweltler-Alien. Damit sollten unsere Truppen in den Allianz-Stützpunkt eindringen können, um herauszufinden, was sich dort verbirgt. Ich weiß jetzt nicht, was das auslöst, wenn ich das mache. Ob ich eigentlich überhaupt noch die Zeit bekomme... Das ist sofort fertig. Kostet mich aber 24. Das heißt, ich verliere Flexibilität. Ich mache das zu Unterhaltungszwecken für euch. Die Einsatzmöglichkeiten für diese Art von Technologie wären unendlich gewesen. Wären die Aliens in Frieden gekommen. Ach, das ist doch alles ein Missverständnis von der Sprache. In Wirklichkeit kommen die doch in Frieden. Wir verstehen sie nur falsch.
Sollte ich jetzt eigentlich Angriff auf den Alien-Stützpunkt? Den könnte ich angreifen jetzt. Nordamerika. Vermutlich, wenn ich den angreife, kann ich gleichzeitig wieder Frieden schaffen. Das heißt, wir warten jetzt noch. In der Hoffnung, dass es kein Fehler ist. Und es können wieder nach Aktivitäten. Entführung gemeldet. Bitte nicht irgendwas, was schon stark gefährdet ist. Commander, es gehen mehrere dringende Hilfegesuche ein. Auf dem Hologlob ist markiert, wo derzeit Entführungen im Gang sind. Alles klar. Russland hat ein geringes Paniklevel und 4 Wissenschaftler. Ägypten würde 200 Währung bieten und hat schon 2 Panikpunkte. Und Mexiko bietet 4 Ingenieure und hat auch 2 Punkte. Das ist jetzt... Gehen wir zuerst nochmal schauen. Das ist jetzt... also was, egal was ich hier mache, es könnte zu Problem werden. Argentinien hat 4. Wenn ich da den Satelliten nachher schicke, dann wird das vermutlich verbunden sein mit den anderen. Das heißt, ich werde Mexiko vermutlich nicht machen. Hier hinten ist Russland noch betroffen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Was wir machen... genau. Was wir machen, das seht ihr gleich. In der nächsten Folge. So, ihr überhaupt noch zuschaut. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mal im Gast seid. Auf gleich!